Geschichten aus Berlin. Aus den Studios am Zoo. Das Berlin-Quiz mit Harald Piniatelli. Da sind wir wieder. Vielen Dank. Danke im Studio. Ihre Verabredung am Sonntagabend mit SFB1, das Berlin-Quiz. Und eine Dame ist wieder mit dabei aus der vergangenen Sendung, Ahima Berlage. Ihr Vorname kommt aus dem Indischen und heißt so viel wie nicht sich gegen etwas entscheiden, sondern sich für etwas entscheiden. Und sie hat sich für das Berlin-Quiz entschieden und hat sich bei uns beworben. Begrüßen Sie bitte Frau Ahima Berlage. Frau Berlage, schön, dass Sie da dabei sind. In der vergangenen Woche haben Sie die fünfte Frage, und zwar die Frage nach den Stimmen in Aspik, richtig beantwortet. Die Stimmen in Aspik, das ist eine Schlagerveranstaltung, die findet in der Hafenbar statt. Und Sie haben es nicht gewusst gleich, aber Sie haben Ihre Joker zur Hilfe genommen und haben die Frage richtig lösen können. Gut. Jetzt kommen wir zur sechsten Frage. Wir fahren weiter und Sie haben keine Joker mehr zur Verfügung, aber wir geben uns alle Mühe, Ihr Geld zusammenzuspielen, vielleicht die 10.000 Euro zu knacken. Und bevor wir losfahren, schauen wir noch mal auf Ihr Konto. Gut. Die Air Berlin Flugfrage, in diesem Fall haben Sie richtig beantwortet, die fünfte Frage. 250 Euro sind Ihnen sicher. Sollten Sie die siebte Frage richtig beantworten, dann ist Ihnen dieser Air Berlin Flug schon mal für zwei Personen sicher. Wir fahren also gleich los, um so schnell wie möglich dorthin zu kommen. Die erste Station für Sie, die sechste. Mit der S3 nach Friedrichshagen. In der Nähe befand sich die Laubenkolonie Kuhle Wampe. Ich möchte von Ihnen wissen, wer schrieb die Filmmusik zu dem Film Kuhle Wampe? Kurt Weill, Hans Eisler, Theo Markeben, Paul Linke. Da der Film von Bertolt Brecht ist, würde ich die 3 und die 4 ausschließen wollen. Ja, und jetzt wird's schwierig. Kurt Weill oder Hans Eisler? In dem Fall würde ich auf Hans Eisler tippen. Sie tippen auf Hans Eisler? Ja, bei Kurt Weill denke ich oft mehr an Bühnenmusik, aber ich könnte mich auch irren. Ich bleib bei Hans Eisler. Sie bleiben bei Hans Eisler, ich nehme das an. Die 3 und die 4 haben Sie ausgeschlossen. Ja. Das haben Sie sehr gut gemacht. Und bei Kurt Weill und Hans Eisler waren Sie sich nicht sicher und haben sich für Hans Eisler gleich entschieden. Und auch das haben Sie gut gemacht. Die Musik zu Kuhle Wampe entstand 1931 in Zusammenarbeit mit, Sie haben es selbst gesagt, Brecht, der das Drehbuch schrieb. Das berühmte Solidaritätslied aus dem Film sang übrigens Ernst Busch. Die sechste Frage richtig beantwortet. Jetzt kommt die siebte Frage, die Air Berlin Flugchance. Wir fahren wieder los zur nächsten Station. Mit der U8 zur Heinrich-Heine-Straße und von hier aus geht die Schmidt-Straße ab. Wo spielte Harald Schmidt? Im Stück Klaus Peimann kauft sich keine Hose, geht aber mit Essen. Spielte er dieses Stück im Berliner Ensemble, in der Schaubühne, am Deutschen Theater oder an der Deutschen Oper? Das macht mich richtig sprachlos, weil mit Harald Schmidt verbinde ich wirklich was anderes. Und das Stück kenne ich auch gar nicht. Klaus Peimann kauft sich keine Hose, geht aber mit Essen. Sie wissen dann auch nicht, von wem es ist? Nein, wirklich. Das ist jetzt so richtig im Blindenstochern. Mal sehen, was dabei rauskommt.
Ich würde mal sagen, Berliner Ensemble würde ich weniger denken. Deutsche Oper, Harald Schmidt und Deutsche Oper, vielleicht liege ich völlig falsch, aber das kann ich mir einfach kaum vorstellen. Jetzt bleibt das Deutsche Theater und die Schaubühne. Bei der Schaubühne würde ich bei so einem Titel sagen, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das ist so eine Sache, wenn da so gar keine Assoziation ist, dann läuft das Rad einfach so hakenlos durch. Gehen Sie nach Ihrem Namen. Entscheiden Sie sich für etwas. Ja, ich entscheide mich jetzt für die Schaubühne. Für die Schaubühne. Letztes Wort. Letztes Wort. Das nehme ich an. Ich habe Sie noch mal auf die Frage hingewiesen. Klaus Peimann kauft sich keine Hose, geht aber mit Essen. Theaterdirektor Peimann, können Sie ihn einordnen? Ich habe gestern einfach noch mal vorgestern zu viel gelesen. Ich tausche nämlich Peimann gerade durch alle Theater durch. Das wird das Problem sein. Er ist am Berliner Ensemble. Am Ensemble, ja. Deshalb habe ich. Und das wäre auch die richtige Antwort gewesen. Frau Berlage, Deutsche Oper auf keinen Fall. Das Berliner Ensemble. Die Premiere war am 25. November 2001. Pech. Darum sagte ich nochmal, gehen Sie nach Ihrem Namen, entscheiden Sie sich für etwas. Peimann, aber gut. Pech, wir schauen auf Ihren Kontostand, was Sie mit nach Hause nehmen. Sie nehmen 500 Euro mit nach Hause. Ein stolzer Betrag. Weil eine ganz tolle Kandidatin. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und das Stück ist von Benjamin von Stuckrad-Barre. Wenn Sie Lust haben, hier einmal mitzuspielen, dann bewerben Sie sich einfach. Unsere Kandidaten-Hotline ist die 0185 640 640, und vorher trainieren Sie natürlich im Internet unter www.berlinquiz.tv. Die Kandidaten, die schon trainiert haben und sich beworben haben, die stelle ich Ihnen jetzt vor. Aus Berlin-Wilmersdorf, Sieglinde Fischer. Und aus Reinickendorf, Detlef Stuck. Ingeborg Krüger aus Berlin-Charlottenburg. Und Jan Bergmann aus Reinickendorf. Eine alles entscheidende Frage kommt jetzt. Denn die entscheidet darüber, wer mit mir zum Pult kommt und von Ihnen mit mir durch Berlin rast. Hier ist sie, die Testfrage. Wie viele Menschen sind im Oktober 2001 aus dem Ausland nach Berlin gezogen? Sie haben jetzt 10 Sekunden Zeit. Wie viele Menschen sind im Oktober 2001 aus dem Umland nach Berlin gezogen? Alle eingegeben? Ja. Gut, dann würde ich gerne Ihre Entscheidung sehen. Frau Fischer, Sie tippen auf 1.000, Herr Stuff auf 2.158. Damit meinen Sie, dass sehr viele Menschen aus dem Umland gekommen sind. Es sind noch mehr. Es sind 5.360, aber Sie liegen am nächsten dran, Herr Stuff. Oh. Herzlich willkommen. So, Herr Stuff, ja. Sie haben ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Das haben Sie vorhin im Backstage-Bereich erzählt. Ja, das war in den 60ern, als John F. Kennedy nach Berlin kam. Mhm. Wir waren damals so Jugendliche, so um die 14, 15 rum, und sind von Pontius bis Pilatus hinterher gefahren, der U-Bahn, zu Fuß, vom Flughafen Tegel über Kurt-Schumacher Platz. Sie haben auch erzählt, am Flughafen Tegel standen Sie am Rollfeld. Nicht unbedingt. Nee, wir waren in der Nähe, wir waren am Flughafen, konnten aber nicht dahin, weil alles... Verstehe, weil ich habe mich schon gewundert, weil ich mir dachte, am Rollfeld stehen, heute wäre sowas, also nein. Flughafen Tegel wäre ja sowieso völlig gesperrt. Ja, nee, war damals gar nicht mehr zu, hin, wenn ein amerikanischer Präsident käme. Wir sind kaum rangekommen,
sind gleich in die U-Bahn gestiegen zum Rudolf-Wilde-Platz am Rathaus Schöneberg damals. Und da standen wir dabei. Leider hatten wir die Filmkamera vergessen. Wir waren damals Schmalfilmer, begeisterte schon, hatten aber die Kamera nicht dabei gehabt. Und, heute ärgern Sie sich bestimmt. Ja. Das glaube ich. Ja. Aber Sie werden sich nicht ärgern, wenn Sie vielleicht mit 10.000 Euro nach Hause gehen. Die stehen bereit. Ja. Wenn Sie es schaffen, kein Problem. Wir schauen jetzt erst einmal auf die Spielregeln. Die erkläre ich Ihnen nochmal. Und zwar sehen Sie Ihren Kontostand. Da ist nichts drauf. Zu dumm, aber das wird sich gleich ändern. Jede richtig beantwortete Frage bedeutet für Sie eine Stufe weiter nach oben. Wenn Sie zwischendrin nicht Bescheid wissen, sich unsicher sind, dann setzen Sie Ihre Joker ein. Und sollten Sie eine Frage falsch beantworten, wovon ich nicht ausgehe, dann sind Sie draußen. Das dürfen Sie bei uns nicht machen im Berlin-Quiz. Alles verstanden? Alles verstanden. Also wollen wir zu Ihrer ersten Station? Jo. Fahren wir los. Mit der U1 in die Augsburger Straße. Manfred Krug wohnt in der Nähe dieser U-Bahn-Station. Beantworten Sie mir diese Frage. In welcher beliebten TV-Serie spielte Manfred Krug einen Rechtsanwalt? Liebling Schöneberg, Liebling Lichtenberg, Liebling Kreuzberg oder Liebling Prenzlberg? Eine sehr leichte Frage. Ich kann die ganz schnell beantworten. Liebling Schöneberg. Ach, sorry. Liebling Kreuzberg. Wenn ich jetzt gemein gewesen wäre, hätte ich gesagt, nehme ich an. Liebling Kreuzberg? Ja, Liebling Kreuzberg. Gut. Da wohnt ein Schöneberg, aber. Richtig, Liebling Kreuzberg, na klar. Da haben Sie assoziiert. Ja, ja. Autor Jurek Becker schrieb die Rolle des unkonventionellen Anwalt Robert Liebling seinem Freund Manfred Krug auf den Leib. Und wenn Sie Lust auf Liebling Kreuzberg haben, SFB 1, da können Sie ihn auch sehen. Gerade jetzt. Dann machen wir weiter. Zweite Station. Ja, los geht's. Bin dabei. In die Kochstraße. Hier befand sich die Bundesdruckerei, die nach dem Fall der Mauer viel zu tun hatte. Wie viel Begrüßungsgeld bekamen die DDR-Bürger nach dem Fall der Mauer? Eine Mark, 100 Mark, 50 Mark, 1000 Mark? Also 1000 Mark bestimmt nicht, aber 100 Mark ja. 100 Mark? Nehme ich an. Wir erinnern uns alle noch an den großen Blauen. 100 Mark. Jeder DDR-Bürger konnte sich 100 Mark Begrüßungsgeld bei jeder Bank abholen. Das Begrüßungsgeld wurde am 01.01.1990 abgeschafft. Lange Schlangen vor den Banken. Gegen Vorlage des blauen Ausweises Ost gab es den blauen 100er West. Allein im November 89 wurden 1,6 Milliarden D-Mark ausgezahlt. Ja, die zweite Frage ist richtig beantwortet. Wenn Sie die dritte richtig beantworten, dann haben Sie schon mal die BVG-Top-Tour in der Tasche. Dazu brauchen wir die nächste Station. Rudo. Ehemals war das ein Dorf, heute ein sehr moderner Stadtteil. Wie auch anderswo in der Stadt trifft man auf sprachgewandte Berliner. Meine Frage: Was meint der Berliner mit Makulaturreden? Singen, Unsinn reden, langsam reden oder stottern? Also stottern kann ich mir nicht vorstellen. Langsam reden, nee. Singen erst recht nicht. Unsinn reden, ja. Unsinn reden. Unsinn reden? Ja. Angenommen. Würde ich jetzt sagen, langsam reden wäre richtig, dann würde ich Makulatur reden. Unsinn reden ist richtig. Und der Begriff kommt aus dem Lateinischen und der bezeichnete beim Druckvorgang fehlerhafte Bögen und die nannte man Makulatur. Und Ihr Kontostand? 250 Euro. Die Frage haben Sie richtig beantwortet und Ihnen ist das BVG-Top-Tour-Ticket sicher. Weiter geht's zur vierten Station.
der U15 in die Uhlandstraße. Die Schaufenster am Kurfürstendamm zeigen Auslagen eleganter Parfümerien. Meine Frage? Wo können der größte Lippenstift und die größte Puderdose der Welt betrachtet werden? Im Kaufhaus des Westens, im Museum der Dinge, am Breitscheidplatz oder am Alexanderplatz? Ah ja, ist schon klar. Also der Alexanderplatz ist es nicht. Museum der Dinge, habe ich noch nie gehört. Sagt mir nichts. Kaufhaus des Westens? Nö. Kaufhaus des Westens nicht. Breitscheidplatz? Ja. Der Breitscheidplatz, die Kirche, ist der Kirchturm, ist der Lippenstift. Und die Puderdose ist das Kirchenschiff. Sie sind sich sicher? Ja. Dann nehme ich das an. Denn Sie haben es perfekt erklärt. Richtig. Im Volksmund, im Berliner Volksmund, ja, wird der Neubau so genannt. Ich musste echt überlegen. Ja, aber was? Ich hab's rattern sehen. Hm. Überlegt, und dann kam sie da drauf. Richtig. Weiter geht's. Die fünfte Frage. Jo. Die 1000-Euro-Frage stelle ich im Eichkamp. In der Nähe des Messegeländes befindet sich ein Sportstadion, in dem unter anderem TB seine Spiele austrägt. Wie heißt das Stadion, in dem Tennis Borussia spielt? Das Poststadion, das Harbig-Stadion, das Mommsen-Stadion oder Stadion Kühler Grund? Also Kühler Grund ist mir unbekannt. Harbig-Stadion kenne ich auch nicht. Poststadion ist im Moabit, da werden sind seit langem keine Spiele ausgetragen. Bleibt nur Mommsen-Stadion übrig? Ja, Mommsen-Stadion. Bleibt nur Mommsen-Stadion übrig für Sie? Mommsen-Stadion. Ja. Joker? Nee. Nicht einsetzen. Ist alles klar. Alles klar. Wenn Sie meinen, nehme ich es an. Es gibt einen Sportplatz im Eichkamp. Stadion Kühler Grund. Aber da wird Hockey gespielt. Mommsen-Stadion richtig. Oh. Das Stadion wurde 1930 eingeweiht. Ja. Und wir gucken auf Ihr Konto. Mhm. Die 1000-Euro-Frage richtig beantwortet. 250 Euro haben Sie schon mal. Die nächste Frage, die nächste Station. Am Westhafen mit der U9 steigen wir aus. Und hier auf dem Berliner Großmarkt decken sich Obst- und Gemüsehändler aus ganz Berlin mit Ware ein. Meine Frage? Bei welcher der aufgeführten Hallen handelt es sich nicht um eine Markthalle? Bei der Arminius-Halle, der Mar-Heinecke-Halle, der Eisenbahnhalle oder der Sömmering-Halle? Also die Arminius-Halle steht im Moabit, die Mar-Heinecke-Halle steht in Kreuzberg und die Eisenbahnhalle ebenfalls in Kreuzberg. Die Sömmering-Halle ist eine Sporthalle und die steht in Charlottenburg. Ganz klar. Ganz klar? Hm. Wieder ganz klar? Hm. Nehme ich Ihre ganz klare Antwort an. Die Arminius-Halle steht in Tiergarten, die Mar-Heinecke-Halle steht in Kreuzberg, die Eisenbahnhalle steht in Kreuzberg und die Sömmering-Halle ist eine Sporthalle. Ihre Antwort? Richtig. Sie wird auch Sporthalle Charlottenburg genannt, bekannt durch den Basketballer von Alba Berlin. War früher deren Heimathalle. Alba hat dort gespielt. Seit 96 spielt Alba in der Max-Schmeling-Halle. Sehr gut erklärt, alle anderen sehr gut ausgeschlossen. Sie machen das perfekt. So. Beste Chancen, die 10.000 Euro zu knacken. Jetzt sind wir auf der siebten Stufe und wir schauen mal, wo wir dahin fahren.
Der Alexanderplatz. Vom Fernsehturm aus gewinnen wir einen guten Eindruck von der Größe Berlins. Und für 3000 Euro möchte ich jetzt von Ihnen wissen. Welche Stadt ist flächenmäßig die größte? Paris, New York, Hamburg oder Berlin? Oh, überlegen. Ganz scharf überlegen. Flächenmäßig größer. Welche Stadt ist flächenmäßig die größte? Paris, New York, Hamburg oder Berlin? Waren Sie schon in einer der anderen Städte außer Berlin? War in allen Städten schon, allen drei. Welche kam Ihnen am größten vor? New York. New York ist flächenmäßig die größte Stadt. New York ist flächenmäßig die größte Stadt. Letztes Wort. Keine Joker. Eine 3000-Euro-Frage. Ich frage meine Joker. Ach. Ja. Sind sich doch nicht ganz sicher. Ich frage meine Joker. Stellen Sie sich das vor? Ja, das ist mein Freund Manfred Eckert, meine Ex-Kollegen Franz Welker, Horst Weute. Herzlich willkommen. Herr Stuck schlägt sich ja fabelhaft. Männer, was habt ihr entschieden? Ja, ist recht schwer. Also Paris oder New York. Aber wir sind auch für New York. Aber na, es gibt vier Möglichkeiten. Na, die anderen Paris, New York, Hamburg oder Berlin. Also nur Paris oder New York auf jeden Fall. Also die anderen würde ich schon erstmal, aber auch New York, ne? New York. Okay. Auch New York? Dann sind Sie sich ja einig. Ja. Brauche ich nicht fragen, wofür Sie sich entscheiden. Nee. Tue ich auch nicht. Nehme ich an. New York. Paris hat eine Stadtfläche von lediglich 105 Quadratkilometern. Ist kleiner als Hamburg, 748 Quadratkilometer. Die Stadtfläche von New York beträgt 785 Quadratkilometer. Ist also bis jetzt die größte. Was meinen Sie, was Berlin hat? Kann ich nicht beantworten. 889 Quadratkilometer. Berlin ist die größte der vier Städte. Herr Stuff, da glaubt man, man meint New York, the Big Apple, aber Berlin ist wirklich die größte von allen vieren. Das hätte ich nicht erwartet. Trotzdem, wir schauen auf Ihren Kontostand. Da hat sich eine Menge getan. 500 Euro nehmen Sie mit nach Hause. Oh, ja. Vielen Dank für Ihr Wissen. Alles Gute. Danke sehr. Das möchte man ja nicht glauben, aber Berlin ist wirklich so groß, über 800 Quadratkilometer. Wenn Sie zu Hause mal hier in diesem großen Studio mit dabei sein möchten, dann rufen Sie uns einfach an, die 030 430 322 50. Da können Sie sich bewerben und hier einmal mitfiebern, im Studio direkt. Drei Kandidaten, die jetzt fiebern. Und was mache ich da? Ich stelle Ihnen die Schätzfrage. Gleich gibt es wieder 10 Sekunden Zeit. Wie viele Millionen Fluggäste hatte die Air Berlin im Jahr 2000? Zeit läuft. Frau Fischer, Sie haben Probleme mit der Tastatur. Ja. Ne? Und steht's jetzt drauf? Ja. Okay, Frau Krüger, alles in Ordnung? Wenn Sie mir den Monitor zudrehen. 1.000.000, 5.555 Millionen. Aber Sie liegen, selbst wenn Sie 5,5 meinten, wovon ich ausgehe, liegen Sie nicht so nah dran wie Frau Fischer. Denn Sie haben es ganz genau getroffen. 4 Millionen. Frau Fischer. Ja, sicher. Haben Sie ein Flugabo bei der Air Berlin?
Leider nein, noch nicht. Noch nicht, aber wer weiß, ja hier vielleicht, gewinnen, eben. Wenn Sie genug Geld gewinnen. Ja. Ihr Traumziel, was wäre das? Israel. Nach Israel? Ja, vielleicht nicht jetzt, aber eigentlich war das immer mein Traumziel. Warum gerade Israel? Ja, die heiligen Stätten würden mich sehr interessieren, vor Ort zu sehen. Mhm. Ich komme aus der ehemaligen DDR und da war das also immer unmöglich. Da hätte ich bis 60 warten müssen und deswegen war das eigentlich mein Traumziel. Und Sie sind auch Verwaltungsangestellte für die Kirchen der DDR gewesen, richtig? Ja. Und 89 nach Stuttgart gereist und sind dann nicht wieder zurück. Ja. Warum nicht? Ja, durch die politische Lage, es war mir alles sehr unsicher, dachte ich erst mal weg. Und Sie hatten Angst? Ja. Haben gedacht, nicht zurück. Ja. Beschreiben Sie ein bisschen das Gefühl dieser Angst, wenn man nicht zurückgeht, seine Familie vielleicht zurücklässt, Eltern, Verwandte? Ja, es war eine schwierige Situation, aber für mich schien es als die einzige Lösung vor noch schlimmeren, weil man nie wusste, was zu erwarten ist. Ja, und dann hat sich ja alles gelöst und die Mauer ist gefallen und dann bin ich nach Berlin gegangen. Schöne 1990. Wendung. Ja. Wenn Sie jetzt die Lösung unserer Fragen wissen, dann können Sie sogar um ein Air Berlin-Ticket für zwei Personen spielen. Oh ja. Und da legen wir gleich los. Wunderbar. Damit Sie so schnell wie möglich ganz weit nach oben kommen. Ja. Okay? Wunderbar. Frau Fischer, die erste Station für Sie. Am Senefelder Platz steigen wir aus. Das ist Ihre erste Station. Hier ist die Kulturbrauerei in den Räumen der alten Schultheiß-Brauerei seit 1991. Was bedeutet Molle und Korn? Ach du Schande. Bier und Clara, Kaffee und Kuchen, Brot und Leberwurst, Butter und Brot. Also Butter und Brot bedeutet es nicht, weil Korn nicht, das könnte ja nicht. Nein, das schließe ich aus. Brot und Leberwurst auch, Kaffee und Kuchen auch. Ich würde sagen Bier und Clara. Bier und Clara? Ja. Erste weil Antwort? Clara Korn ist und Molle Bier. Nehme ich an. Auch Berliner Gedeck genannt. Bier und Clara. Wir fahren weiter. Wunderbar. Mit der S8 nach Adlershof, der ehemalige Sitz des DDR-Fernsehens in Adlershof, entwickelt sich wieder zu einem Medienstandort. Ja. Hier möchte ich von Ihnen wissen, wie hieß die von Karl Eduard von Schnitzler moderierte Politsendung im DDR-Fernsehen? Rote Stunde, Visite, aktuelle Kamera oder der schwarze Kanal? Also Visite ist eine Gesundheitssendung, aktuelle Kamera waren die Nachrichten, rote Stunde gab es überhaupt nicht und es war der schwarze Kanal. Klare Entscheidung. Ja, nehme ich an. Ihn kenne. Weil Sie ihn kennen. Wer kennt ihn nicht? Richtig. Richtig, der schwarze Kanal. Richtig. Seit 1960 kommentierte Karl Eduard von Schnitzler, Sudelede auch genannt, das Geschehen in der BRD sehr, sehr bissig. Er selbst bezeichnete sich als Kläranlage im Äther. Im Oktober 89 wurde die Sendung eingestellt. Ja. Guten Abend, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Genossinnen und Genossen. Diese Sendung heute wird nach fast 30 Jahren die kürzeste sein, nämlich die letzte. Die kürzeste und die letzte und vielleicht auch die beste. Ja. Wir machen weiter. Nächste Station. Frau Fischer, wir steigen aus in der Warschauer Straße. Die Brücke, die hier über die Spree führt, wird auch gerne von Filmteams als Motiv genutzt. Mhm. Wie heißt die Brücke zwischen den Stationen Schlesisches Tor und Warschauer Straße? Admiralsbrücke, Schlesische Brücke, Oberbaumbrücke oder Warschauer Brücke? Ach du Schreck. Kein Schreck. Ja. Fahren Sie mit der U-Bahn? Ja. Also ich würde sagen Oberbaumbrücke, aber ich muss noch mal überlegen.
chinesische Brücke gibt es, glaube ich, gar nicht. Warschau-Brücke. Oberbaumbrücke würde ich nehmen. Oberbaumbrücke, so heißt sie. Ich überlege noch mal kurz. Ich lese die Frage noch mal vor. Wie heißt die Brücke zwischen den Stationen Schlesisches Tor und Warschauer Straße, die dort über die Spree führt? Oberbaumbrücke oder meine Joka. Ja, die Möglichkeit besteht, aber gehen Sie nach Ihrem Gefühl. Lieber die Joker oder lieber die Oberbaumbrücke? Ja. Also Oberbaumbrücke, lasse ich mal die Joker noch. Die Joker beiseite lassen? Na, nicht hingucken. Ach so, nicht hingucken. Wir könnten Ihnen ja sagen, lass uns beiseite. Die Oberbaumbrücke? Ja. Dann nehme ich das an. Na klar, die Oberbaumbrücke. Ja. Große Brücke, ja, eben, aber ich sehr schön restauriert. Ja, auf drei Ebenen wird da gelaufen, gefahren und was weiß ich noch, über die von Otto Stahn 1859 bis 1930 im Stil märkischer Backsteingotik erbaute Brücke, die 1895 eröffnet wurde, rannte zum Beispiel Franka Potente in Tom Tückwers Film Lola rennt. Ja. Jetzt möchte ich mal Ihr Konto sehen. Ja, ich auch. Dritte Frage, richtig beantwortet. Damit ist Ihnen schon mal die BVG Top-Tour sicher, mit einem Sightseeing-Bus durch die Stadt. Die meisten Berliner haben das noch nicht gemacht. Richtig, wir auch noch nicht. Und mal sehen, ob es jetzt noch mehr wird. Ja. Die vierte Station für Sie. Im Prenzlauer Berg steigen wir aus. Die Radrennbahn in Weißensee am 16. Juni 1988 fand dort ein internationales Konzert gegen Apartheid statt. Meine Frage: Wer moderierte 1988 das Konzert des kanadischen Rockstars Bryan Adams in Ost-Berlin? 1988 in Ost-Berlin. Manfred Stolpe, Christa Wolf, Katharina Witt oder Egon Krenz? Bryan Adams, sagt Ihnen was? Wenig. Also ich kenne die vier Namen. Manfred Stolpe war unser Chef bei der evangelischen Kirche. Der war es also nicht. Christa Wolf als Schriftstellerin würde ich eigentlich auch ausschließen. Katharina Witt als Eiskunstlauf-Star, die würde ich wohl nehmen. Den Egon Krenz war im politischen. Katharina Witt. Können Sie sich Egon Krenz vorstellen als Moderator eines Rockkonzerts? Nein. Vielleicht doch. Egon Krenz. Egon Krenz als Moderator eines Rockkonzerts oder Katharina Witt, Christa Wolf, Manfred Stolpe? Das Konzert. 1988, Frau Fischer. Also ich hätte eben alle vier ausgeschlossen und deswegen muss ich wohl meine Joker fragen. Ich kann mir keinen vorstellen, dass der das moderiert hat. Keinen? Nein. Na, dann ist es wirklich am besten, Sie fragen Ihre Joker. Stellen Sie sie uns vor? Ja, ganz links sitzt eine gute Bekannte, Marlies Ackermann. Hallo. In der Mitte auch eine gute Bekannte, Claudia von Fichte. Und rechts mein Mann Dieter. Auch Ihnen stelle ich noch mal die Frage. Wer moderierte 1988 das Konzert des kanadischen Rockstars Bryan Adams in Ost-Berlin? War es Manfred Stolpe, Christa Wolf, Katharina Witt oder Egon Krenz? Die Meinungen auf der Jokerbank sind durchaus geteilt. Also, schwierig. Ja, ich würde sagen, steht es 2 zu 1 für Katharina Witt. 2 zu 1 für Katharina Witt. Ich hätte auf Christa Wolf getippt, aber 2 zu 1 für Katharina Witt. Ich weiß es überhaupt nicht, es ist nur geschätzt. Schließen Sie sich jetzt der 2 an, oder? Rockstar. Christa, ne?
moderierte das Konzert. Frau Fischer, Ihre Entscheidung? Ja, bitte. Ich weiß, ich muss mich entscheiden und entscheide mich für... Vielleicht nehme ich doch den Egon Krenz. Vielleicht hat er gegen mal Ihre Joker? Gegen meine Joker. Vielleicht hat er doch mal ein Konzert. Was ist, wenn es falsch war? Ihre Entscheidung? Dann geht's Ärger mit den Jokern. Ja. Ja? Also, damit ich keinen Ärger kriege, bleibe ich bei Katharina Witt. Also, ich frage Sie jetzt nicht nochmal, weil sonst sind wir dann irgendwann bei Manfred Stolpe. Richtig. Bei Katharina Witt bleiben wir, ja? Ja. Nehme ich an. Mein lieber Scholli, das hat gedauert. Richtig, ja. Katharina Witt. Also, beim besten Willen, Egon Krenz auf einem Rockkonzert als Moderator. Ja, ich hab's mir auch nicht vorstellen können. Ich kenne ihn nicht so gut, aber ich könnte es mir nicht vorstellen. Katharina Witt, richtig. Die vierte Frage, richtig beantwortet. Die Joker sind verspielt. Gleich weiter. Eben. Am Mexikoplatz steigen wir aus. In der Lindenthaler Allee hatte die Knef einen ihrer vielen Wohnsitze. Mit welchem Film löste Hildegard Knef 1951 einen Skandal aus? War es der Film Die Venusfalle? War es der Film Die Sünderin? Die flambierte Frau oder Alles über Eva? 1951. Kennen Sie die Filme? Ich leider keinen einzigen Film kenne und meine Joker verspielt hatte, kann ich jetzt leider nur noch raten. Sie kennen keinen einzigen? Nein. Nicht die Venusfalle, die Sünderin, die Flambierte Frau? Nein, ich kenne keinen einzigen. Tut mir leid. Ich kenne zwar aber Filme mit Hilde Knef haben Sie gesehen? Ja, aber die kenne ich leider nicht. Von daher weiß ich auch nicht, welche sie 51 gedreht hat. Also ich spreche immer von Hilde, ich kannte sie auch nicht. Also ja, ich kenne so einige Filme, also ich sage die Sünderin. Die Sünderin. Letzte Antwort. Ja. Nehme ich an. Die Venusfalle, Hildegard Knef, hat damit nichts zu tun. 1988 wurde die Venusfalle gedreht. Die flambierte Frau mit Gudrun Landgräbe als flambierte Frau. Und alles über Eva, Bette Davis, Hildegard Knef, die Sünderin. Aber wirklich, es war ein Riesenskandal. Zwar konnte man nur ganz kurz ihre entblößte Brust sehen, aber das war der Skandal. Das reichte damals, um einen Skandal auszulösen. Die Regie, Willi Forst. Und wir schauen auf Ihren Kontostand. Die Air Berlin Flugfrage haben Sie richtig beantwortet. Damit sind Ihnen schon mal 250 Euro sicher. Wir machen weiter. Wir fahren zur nächsten Station für Sie, Frau Fischer. Im Rathaus Schöneberg saß bis zur Wiedervereinigung der Senat von Berlin. Ja. Hier meine Frage. Welcher Senator ließ sich 1991 von Kindern beraten? Klaus Böger, Volker Hassemer, Thomas Krüger oder Wolfgang Nagel? Bin ich mir leider auch unsicher, aber ich sag Klaus Böger. Warum gerade so schnell auf Klaus Böger? Weil mir der Name irgendwie geläufig ist. Aber alle anderen nicht. Volker Hassemer nicht gehört, Thomas Krüger, Wolfgang Nagel. Wolfgang Nagel habe ich auch schon gehört, aber ich weiß gar nicht, was das für ein Senator war, der sich beraten ließ von Kindern. Tut mir leid. Also schwimmen Sie ganz im Nirvana? Schwimmen, also ja, weil ich gar nicht weiß, welcher Senator das ist, sonst hätte man, ich weiß es leider nicht. Na, dann gehen Sie noch einmal drüber, lassen Sie Ihre Intuition spielen, nehmen Sie einen Finger, lassen Sie ihn fallen und sagen mir dann Ihre Antwort. Da kann ich Ihnen auch gar nicht irgendwie einen Tipp geben, mache ich ja sonst auch nicht. Welcher Senator ließ sich 1991 von Kindern beraten? Jetzt lese ich sie Ihnen vor und Sie sagen einfach Stopp, wenn ich bei dem Namen bin, den Sie haben wollen. Klaus Böger, Volker Hassemer, Thomas Krüger, Wolfgang Nagel. Wolfgang Nagel. Hab ich dann letztens. Ich weiß es nicht. Dann nehme ich Wolfgang Nagel an. Von Kindern ließ sich 1991
der damalige Senator für Jugend und Familie, beraten. Und er rief die Aktion Kids beraten Senator ins Leben. Und sein Name? Thomas Krüger. Nicht Wolfgang Nagel und auch nicht Klaus Böger. Habe ich leider nicht gewusst. Frau Fischer, noch nicht, Sie müssen nicht gleich sofort aufsteigen. Die Zeit haben wir, um auf Ihr Konto zu schauen. Wir wollen ja sehen, was Sie mit nach Hause nehmen. Ja. Und zwar sind es stolze 250 Euro. Vielen Dank, Frau Fischer, fürs Mitspielen. Ich danke mich auch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Gleich geht's weiter mit zwei Kandidaten, die hier noch darauf warten, ans Pult zu kommen. Hier ist die dritte Schätzfrage für heute. Wie viele Eier wurden im März 2002 in Berlin erzeugt? Wie viele Eier wurden im März 2002 in Berlin erzeugt? Die Zeit ist abgelaufen. Hat alles geklappt? Ja? Darf ich Ihre Ergebnisse sehen? Es waren, ich sag schon mal, 103.000. Millionen, sagen Sie. 25 Millionen heißt es, nicht 25 Eier. Also davon gehe ich jetzt einfach aus, dass Sie nicht 25 Eier meinten. 25 Millionen, damit liegt 555.555 näher an den 103.000 dran. Frau Krüger, herzlich willkommen. Bitte sehr. Frau Krüger. Ich würde Ihnen ja gerne jetzt eine Frage stellen, aber gerade haben wir das Zeichen gehört, das Tuten, das bedeutet so viel wie heute keine Frage. Sie brauchen nicht mehr nervös sein, Sie können sich jetzt ganz entspannen, denn wir sehen uns erst nächste Woche wieder. Dann stelle ich Ihnen die erste Frage und auch die erste Frage in der nächsten Woche für Sie, liebe Zuschauer, denn wir sehen uns wieder kommenden Sonntag nach der Tagesschau in SFB1 beim Berlin-Quiz. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Auf Wiedersehen. So spürt es manchmal.